Hallo und willkommen zu Teil 10 dieser Tutorialreihe zu Blood Bowl 2, bei der wir uns mit den Lizardmen beschäftigen. Mein Name ist Jagul und ich darf euch hier auf dem Kanal von Writing Bull ganz herzlich begrüßen. Die Echsenmenschen sind das zweite von Cyanide und Focus Entertainment veröffentlichte DLC. In den vorherigen 9 Teilen haben wir die 8 Rassen des Basisspiels sowie die Waldelfen mit einigen Specials doch schon behandelt. Solltet ihr zum ersten Mal reingeschaltet haben, dann empfehle ich euch natürlich auch die Crashkurs-Videos von Writing Bull, die am Anfang der Playlist verlinkt sind. Und solltet ihr nun auch schon zum 10. Mal mir die Treue halten, vielen lieben Dank für eure Treue und fürs Einschalten. Diese Tutorialreihe ist auf Wunsch der Blood Bowl Community entstanden, die ihr unter www.community.writingbull.de erreichen könnt. Wer schon ein paar Mal eingeschaltet hat, der kennt diese Struktur bereits. Nach einleitenden Worten stelle ich die Spieler vor, Start-Setups, Defensivaufstellungen, am Ende dann, was soll ich skillen und die Starspieler. Das Special dieses Mal wird um Stunty-Teams gehen. Wie ihr das von den anderen 9 Teilen gewohnt seid, wird auch dieses Tutorial in 2 Sprachen ausgeführt werden. Das heißt, ich erzähle euch auf Deutsch, spiele das Spiel auf Englisch, das heißt, alle Skills werden sowohl in englischer Sprache als auch auf Deutsch erklärt. Das liegt daran, dass die meisten Quellen im Internet in englischer Sprache sind und euch das helfen soll, auch mal selbst etwas raussuchen zu können. Die große Stärke der Lizardmen ist ihre Geschwindigkeit. Die Skinks haben Bewegung 8 und selbst die Saurier mit ihrer Stärke 4 haben dabei Bewegung 6. Der Croxico ist ebenfalls ziemlich schnell und ist absolut in der Lage, mit seinem Klammerschwanz auch geschickte Gegner an sich zu binden. Wer noch niemals gegen Lizardmen vorher gespielt hat, der wird in der Regel sehr viel Schwierigkeiten gegen sie haben, weil man einfach ein bisschen anders spielt. Die Saurier haben nur Agility 1 und das ist natürlich auch ihre große Schwäche, da sie, wenn sie einmal gebunden sind, schwer wegkommen, bevor sie Break Tackle haben. Deswegen ist es immer wichtig, mindestens ein Saurier freistehen zu haben, mit dem man blocken oder blitzen kann. Die andere große Schwäche ist, dass nur die Skinks eigentlich wirklich in der Lage sind, sinnvoll mit dem Ball umzugehen, sprich ihn aufzuheben durch Agilität 3. Allerdings, Agilität 3 bedeutet auch immer die 3+. Und wenn man einen automatischen Reroll mit Sure Hands, also Ballgefühl, haben will, muss man dafür schon einen Pasch gewürfelt haben auf dem Skink. Taktik muss es also sein, wenn ein Gegner einen Spieler mit Tackle hat, ihn auf jeden Fall mit einem Saurier zu binden, damit dieser die eigenen Skinks nicht blitzen kann, da diese doch ziemlich verwundbar sind. Grundsätzliche Spieltaktiken mit den Echsenmenschen ist auf jeden Fall das Laufspiel. Sie sind so schnell, wie das bereits erwähnt wurde, und können damit sich von hinten nach vorne ziemlich gut gemeinsam bewegen. Aber auch wenn die Skinks einmal Sidestep haben, also Gewand, ist auch ein einfacher 3-Spieler Sideline Cage möglich, ohne dass der Gegner überhaupt etwas machen kann. Über Sieg oder Niederlage entscheidet auch der schlaue Einsatz des Big Guys. Der Croxigor ist nach Ansicht vieler Coaches der wohl beste Big Guy im Team. Und wenn man ihn mit seiner Geschwindigkeit 6 einfach mal an Spieler dran steht, kommen die durch den Klammerschwanz des Croxigors wiederum schlecht weg. Wenn er einmal Guard hat, gibt er auch gleichzeitig den anderen Spielern um ihn herum noch eine Unterstützung, sodass auch diese durch Stärke 4 zum Beispiel auch schwer wegzublocken sind. Echsenmenschen sind sehr stark in der Defensive durch ihre 6 Spieler mit Stärke 4 und einem Spieler mit Stärke 5. Wann immer möglich, möchte man daher zuerst Defensive zuerst wählen, da Angreifen mit den Skinks überhaupt kein Problem ist. Man muss sich nur 4 Felder nach vorne prügeln mit den Sauriern und dahinter die Skinks positionieren und schon ist man in Touchdown-Reichweite, auch dank des Dunty-Skills. Genug zu den einleitenden Worten, schauen wir uns nun einmal die 3 Spieler im Detail an. Schauen wir uns die 3 zur Verfügung stehenden Spieler einmal an. Wir haben den Skink, der als Feldspieler eingesetzt wird. Er ist klein und wuselig, hat Bewegung 8, dafür eine Stärke 2, Agilität 3 und Rüstung 7. Er ist Stunty, das heißt, er kann gegnerische Tacklezonen ignorieren, wird allerdings auch einfacher verletzt. Das sehen wir dann im Spezialteil, was das bedeutet, und er hat den Skill Dodge. Als nächstes haben wir den Saurus. Der Saurus ist der starke Spieler, der Blitzer, der Ballträger nicht, aber
Derjenige, der im Weg steht, und das können die Sauri ziemlich gut. Und zwar haben sie Bewegung 6, sind ziemlich mobil für einen Stärke 4 Spieler, haben allerdings nur Agilität 1 und Rüstung 9, kosten 80.000. Und last but not least, der Big Guy im Team, der Kroxigor. Der Kroxigor ist ebenfalls sehr schnell, mit Bewegungsweite 6, hat Stärke 5, Agilität 1 und Rüstung 9. Er hat Knochenbrecher, wie fast alle Big Guys. Er hat Loner, natürlich den Einzelgänger-Skill. Sein Nachteil nennt sich Bonehead, also Dummkopf. Er muss für jede Aktion, die er machen will, immer die 2 plus würfeln, ob er sie überhaupt macht. Er hat Thick Skull, das heißt, er ist robust, K.O.s sind auf ihm unwahrscheinlicher. Und er hat dazu noch den Prehensile Tail, den wir schon vom Rattenoger kennen. Sprich, von ihm wegzudodgen ist immer eins erschwert. Von den Spielern nun wieder wie gewohnt zu den Spieler-Setups. Wie stelle ich ein Team zusammen? Das erste Setup ist das wohl meistgewählte. Es startet mit dem Kroxigor, 6 Sauriern, 4 Skinks und 2 Rerolls. Dieses Setup enthält bereits alle Positionsspieler, die man braucht, allerdings sind die 2 Rerolls etwas gewagt, da man ja keine Ballaufnahmewiederholung hat und dafür doch schon seinen Reroll das ein oder andere Mal braucht. Nicht selten ist es, dass Lizardmen bis zu Turn 4 brauchen, bis sie wirklich den Ball aufgenommen haben. Das alternative Startsetup, das ich euch vorstellen möchte, startet ohne Kroxigor, dafür aber mit 3 Rerolls. Meiner Ansicht nach lohnt sich dieses Setup nicht, da der dritte Reroll definitiv nicht so gut ist wie der Kroxigor im Team. Allerdings gibt dieses Setup doch eine gewisse Sicherheit mit den 3 Rerolls, das sind nämlich genau die, die man haben möchte, kann das erste Geld für den Kroxigor ausgeben und sich danach einen Apotheker holen. Allerdings 5 Armor 7 Stunty-Spieler im Team können auch schnell dazu führen, dass man in Unterzahl gerät und eventuell Spieler ersetzen muss, obwohl man ja eigentlich für den Apotheker und den Kroxigor sparen will. Schauen wir uns als nächstes mögliche Defensiv-Setups mit den Lizardmen an und die sind etwas anders als mit anderen Teams. Das erste Setup, das ich euch vorstellen möchte, dient wieder dem Schutz der zerbrechlichen Skinks und auch dagegen gefoult zu werden. Dieses Setup ist natürlich verschiebbar, Variante A ist die sicherste, die man sich vorstellen kann, in Variante B ist man doch schon etwas aggressiver und gibt dem Gegner, sofern er keinen Stärke 4 Spieler im Team hat, einfach keine Chance, den Saurier an der Linie wirklich zu blocken. Für Variante C würde ich dann die Saurier in der Mitte ein Feld vom Kroxigor wegstellen und natürlich muss man auf den Frenzy-Spieler des Gegners aufpassen. Wenn dort einer vorhanden ist, zum Beispiel ein Yeti oder ein Rattenoger, dann ist die Position, die ich hier mit C markiert habe, mit Sicherheit die falsche. Die hier nun dargestellte zweite Defensivaufstellung ist etwas skurril. Allerdings hat sie nichts anderes im Sinn als die erste vorgestellte Defensivaufstellung. Das heißt, sie dient dem Schutz der wichtigen Spieler und ich habe in der Mitte immer Leute, mit denen ich auch blitzen kann. Spielt man gegen einen Gegner, der sehr gerne foult, dann ist dieses Setup mit Sicherheit das Beste, denn es beschützt die eigenen Spieler im Falle eines Downs beim Blitz und kann somit die größtmögliche eigene Unterstützung für das gegnerische Foul geben. Die dritte und letzte dargestellte Defensivaufstellung dient dazu, den Gegner zu verlangsamen. Dieses Setup ist auf jeden Fall gut gegen schnelle Teams wie Dunkelelfen, Proelfen, Hochelfen, Menschen, Skaven und natürlich Waldelfen. Im heutigen Special geht es um die Stunty-Teams. Wer wissen will, was kleinwüchsig bedeutet, sollte jetzt dranbleiben und sich den folgenden Abschnitt anschauen. Beginnen wir damit, uns einen Überblick zu schaffen, welche Mannschaften das überhaupt betrifft. Kleinwüchsige Mannschaften sind derzeit nur eine implementiert und das sind die Echsenmenschen. Deswegen ist dieses Special auch hier bei den Echsenmenschen zu finden. Zudem ist der Goblin im Ork-Team ebenfalls kleinwüchsig. Irgendwann dieses Jahr soll laut Focus Entertainment die Legendary Edition erscheinen. Ich gehe davon aus, dass sie zum Weihnachtsgeschäft erscheinen wird. Dann haben wir auch weitere Stunty-Teams im Angebot. Von den 8 neuen Mannschaften werden unter anderem die Ogre mit ihren Snotlingen kleinwüchsig sein, die Halblinge selbst,
die Goblins. Es wird ein eigenes Goblin-Team geben. Und im Team Underworld gibt es ebenfalls Goblins. Derzeit noch nicht angekündigt, aber im Tabletop, ich glaube spielbar, ist Chaos Pact und auch die haben Goblins. Stunty oder kleinwüchsig ist ein außergewöhnlicher Skill. Wir kennen außergewöhnliche Skills ja zum Beispiel von unserem Big Guys mit dem Skill Dummkopf oder wildem Tier. Außergewöhnliche Skills bedeuten, das kann ich niemanden nachträglich beim Level Up skillen. Auf das Bild hier habe ich die genaue Skillbeschreibung kopiert. Wer sich das durchlesen möchte, kann das Video gerne an dieser Stelle pausieren. In den folgenden Abschnitten erkläre ich aber, was es bedeutet. Neben dem Skill Stunty kleinwüchsig möchte ich auch noch in diesem Guide den Skill Titchy, also winzig, erklären. Dieser Skill ist derzeit im Spiel noch nicht enthalten, wird aber in der Legendary Edition mit dem Ogre-Team dazukommen. Die Snotlinge haben den Skill winzig, das bedeutet, sie dodgen, obwohl sie Agilität 3 haben, so als hätten sie Agilität 4. Allerdings können sie auch keine Tackle-Zonen auf Gegner legen, sodass das Wegdodgen von diesen Spielern einfacher ist. Mit dem Skill Stunty kann man gegnerische Tackle-Zonen ignorieren. Man dodgt immer auf den Geschicklichkeitswert, was beim Skink in dem Fall mit Geschicklichkeit 3 immer die 3 plus ist. Eine Ausnahme gibt es hierbei, und zwar hat der Stunty-Spieler ein Secret Weapon, wie zum Beispiel bei den Goblins einige Spieler haben, dann kann der Stunty-Skill nicht angewendet werden, weil das einfach zu mächtig wäre, wenn er mit der Secret Weapon quasi auch noch irgendwo durchdodgen könnte und dann dort marodieren. In dem hier dargestellten Bild sehen wir den Unterschied zwischen einem Agilität 4 Gutterrunner und einem Agilität 3 Stunty-Spieler. Und zwar dodgen wir jeweils in eine Tackle-Zone und beginnen halt mit einer Tackle-Zone, danach 2, dann 3, 4 und 5 und sehen, dass der Gutterrunner, obwohl er eine Geschicklichkeit mehr hat, für den ersten Dodge auch eine 3 plus braucht, also von einer Tackle-Zone in eine Tackle-Zone und von der einen Tackle-Zone in zwei andere dann schon auf die 4 plus, danach auf die 5 plus und bereits bei 4 Tackle-Zonen, also wenn der Gutterrunner in 4 Tackle-Zonen dodgen will, braucht er eine 6 plus. Gucken wir uns das mit Geschicklichkeit 3 auf der rechten Seite an. Es sind immer 3 Pluses, so wie ich das gerade erklärt habe. Kleinwüchsige Spieler können ebenfalls nicht so gut passen. Jeder Pass ist um 1 erschwert. Das heißt, wir sehen das hier, obwohl der Spieler eigentlich einen schnellen Pass wirft, müsste er das auf die 3 plus machen. Er hat ja schließlich Geschicklichkeit 3. Allerdings, Stunty macht das Ganze zur 4 plus. Das Fangen wiederum ist auf die 3 plus, wie wir es hier sehen. Auf der rechten Seite sehen wir dann ein Beispiel des Passes zwischen zwei Geschicklichkeit 3 Spielern, in diesem Fall Beastmen. Kleinwüchsige Spieler werden ebenfalls schneller verletzt. Und so sehen wir, dass Stunty-Spieler auf die 7 bereits K.O. gehen. Wir sehen rechts die Verletzungstabelle. Normalerweise wären 8 und 9 K.O.-Ergebnisse. Beim Stunty-Spieler sind es die 7 bis 9. Alle Stunty-Spieler haben lediglich Agilitätszugriff. Außer die Underworld- und Chaos-Pack-Goblins, die zudem noch Mutation-Skill-Zugriff haben. Sollte sich jemand also bei einem Double wieder erwarten für Thick Skull, also robust, entscheiden, dann wäre es so der Fall, dass 7 und 9 K.O. sind und 8 betäubt bedeutet. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass sich jemand gegen Block und für robust entscheidet. Ich hoffe, das Special war für euch wieder interessant. Kommen wir nun im Folgenden wieder zu den Skills für die Echsenspieler. Nachdem ihr nun schon einiges über kleinwüchsige Spieler gehört habt, beginnen wir doch einfach mit dem Skill. Wie bereits gesagt, hat er nur Agilitätszugriff auf normalen Level-Ups und kann lediglich bei einem Double Zugriff auf allgemeine Passen- und Stärkefähigkeiten erlangen. Wir sehen hier einige Beispiele für sehr gute Skinks. Also, mit den Skills, die dort sind, kann man mit den Skinks auch wirklich was anfangen. Ich empfehle jedem, nach dem zweiten Normal Level Up den Skink aus dem Team zu feuern, wenn man genug Geld hat. Die Skinks sind relativ günstig und es macht überhaupt keinen Sinn, einen Skink mit 4 Normal Rolls zu behalten. Das liegt daran, dass zusätzliche Agilitätsfähigkeiten den Skink nicht wirklich, wirklich besser machen. Sidestep ist immer hilfreich und sinnvoll, allerdings Sprinten und Sprintsicher sind nett, geben dem Skink eine Bewegung mehr, allerdings sind jetzt nicht die Skills, die ihn wirklich für seine Rolle essentiell besser machen.
Diving Tackle, also fliegender Tackle, ist immer nützlich auf den Skinks, einfach nur um gegnerische Spieler daran zu hindern, von ihm wegzukommen. Fang könnte nützlich sein für die Ballübergabe, ist allerdings in meinen Augen dann eher auch nur eine Notlösung, genau wie Leap. Erhöhung der Fertigkeiten wie Stärke, Bewegungsreichweite oder Geschicklichkeit machen den Skink richtig, richtig gut. Überlegt mal einen Agilität 4 Stunty-Spieler, der einfach überall durch auf die 2 Plus dodgt. Unglaublich. Oder aber auch von einem Double-Wurf profitieren die Skinks. Wenn man ihnen mal Block gibt, dann sind sie auch plötzlich dazu in der Lage, sichere Blitze durchzuführen. Es gibt 4 Spieler mindestens, die in dem Echsen-Team über Bewegung 8 erfolgen. 2 davon kann ich zur Unterstützung ranziehen und mit einem dann blocken und dann kann ich auch mit einem Skink einen Stärke 3 Spieler 2:1 blocken. Der weitere Nachteil der Skinks ist natürlich die Ballaufnahme. Mit Agilität 3 ist das relativ schwierig, mit Agilität 4 wäre das natürlich einfacher, aber auch mit dem Skill Sure Hands, also Ballgefühl, ist das Ganze dann eine sichere Bank. Bei den Sauriern selbst ist es wieder sehr wichtig, unterschiedliche Spieler für unterschiedliche Aufgaben auszubilden. Jeder Saurier profitiert aber auf jeden Fall von Block. Stärke 4 und Block ist einfach unglaublich stark. Bei jedem Level-Up hat der Saurier Zugriff auf allgemeine und Stärkefähigkeiten. Bei einem Pasch dann auf Geschicklichkeit und Passen. Nach Blocken würde ich einem Saurier Mighty Blow geben, dem nächsten Tackle, einem anderen Guard und vielleicht dem nächsten schon Break Tackle, um als Blitzer dienen zu können. Weitere nützliche Skills sind auf jeden Fall Frenzy und Stand Firm. Bei einem Double würde ich ihm dann Dodge oder Jump Up geben. Natürlich ist es auch möglich, einen Saurier mit Wrestle, Tackle, Strip Ball und Break Tackle mit Dodge zu haben. Dann hat man auf jeden Fall einen sicheren Balljäger. Sinn macht das jedoch nicht, da das eigentlich Aufgabe der Skinks ist und die Saurier andere Aufgaben im Team haben. Vielleicht nutze ich diese Gelegenheit, um den Skill Break Tackle einmal zu erläutern. Also, als erstes würfel ich einen ganz normalen Ausweichenwurf, wenn ich von einem Spieler wegdodgen möchte, zum Beispiel mit dem Saurier. Das heißt, Agilität 1 ist die 5+, wenn die 5+ gelingt, wird der Skill Break Tackle nicht eingesetzt. Ich kann ihn also noch einmal wiederverwenden. Break Tackle kann nur einmal benutzt werden, das heißt, misslingt ein Dodgewurf, mache ich danach einen Stärkewurf. Dadurch, dass das Stärke 4 ist, ist es die 2+, die ich würfeln muss und dann bin ich automatisch weggedodged. Der Croxigore ist der wohl beste Big Guy im Team. Er hat, wie jeder Big Guy, Stärkezugriff auf jeden Wurf und danach Passen, Agility und normalen Zugriff. Die Aufgabe des Croxigores ist es definitiv, dem Gegner im Weg zu stehen und Spieler an ihm zu binden. Deswegen wird Guard meine erste Wahl bei einem Normal Roll sein und Block die dann bei einem Double. Danach kann man bei normalen Rolls über Stand Firm, Break Tackle und Greifen nachdenken, bei einem Double dann Dodge und Profi. Eventuell macht auch Diving Tackle auf ihm Sinn, da Diving Tackle und Prehensile Tail definitiv gut zusammenarbeiten und einen Spieler von ihm schlecht wegkommen lassen. Wie gewohnt handelt der letzte Abschnitt wieder von den Starspielern. In Blood Bowl 2 wurden 5 der 6 Starspieler aus dem Tabletop übernommen. Beginnen wir mit Sleebly. Sleebly ist der eigentlich beste Starspieler, den man sich vorstellen kann für die Echsen. Er ist der Saurus-Starspieler und hat bereits Block, Greifen, Unterstützen und Standfest. Für 250.000 und einer Bewegung mehr als ein normaler Saurier ist er absolut sein Geld wert und kann einfach an der Seite stehen, ohne selbst gesurft zu werden, kann sich die Spieler so greifen, dass sie ja nicht im Weg stehen für den Rest, um durchbrechen zu können. Er hat Guard, was durchaus für andere Spieler sinnvolle Ergänzung ist. Also durchaus an diesem Starspieler ist nichts auszusetzen und für 250.000 richtig sein Geld wert. Mork & Tork, was soll ich zu sagen? Der Ogre für 430.000, Stärke 6, Bewegung 6, Agilität 3. Er ist ein super Puncher und mit Agilität 3 kann er auch mal den Ball tragen. Allerdings, ich glaube, wenn ich die Wahl hätte zwischen Sleebly und Mork & Tork, ich würde immer Sleebly nehmen und dann habe ich ja immer noch 180.000. Da ist Mork & Tork einfach overpriced. Kommen wir zu dem Skink-Starspieler. Ja, Hemlock
kostet 170.000, ist damit ein fairer Preis, weil man bekommt ja auf einem Skin gleich Block, Dodge und Sidestep. Also das heißt gleich drei Skills, um ihn zu beschützen. Dazu hat er noch Jump Up, das heißt Abrollen. Das heißt, wenn er einmal am Boden liegt, verliert er keine Geschwindigkeit. Er hat dazu noch Erstechen. Das heißt, so wie der Assassine der Dunkelelfen, kann er einfach auf die Rüstung würfeln und einen Gegner zu Boden bringen. Bei ihm ist es auch so, wenn er zum Beispiel mal in einen Cage gegangen ist und am Boden liegt, kann er mit einem 2-Plus-Wurf den Gegner trotzdem noch erstechen. Das heißt, man wählt Jump Up aus und danach Step und kann damit quasi den Gegner erstechen. Wir haben Bewegung 8, Stärke 2, Agilität 3 und Rüstung 7. Ja, kommen wir nun zu den beiden Slaanesh-Starspielern, die auch für die Lizardmen spielen können. Und zwar haben wir hier einen Spieler mit Bewegung 8, Stärke 3, Agilität 3 und Rüstung 8. Wir haben bei ihm den Skill Catch, Diving Tackle, also fliegender Tackle. Er von ihm wegzudodgen ist um 2 erschwert. Dazu haben wir Jump Up, also Abrollen, wie gerade erklärt. Wir haben Leap und Very Long Legs, die Eigenschaften der Slaanesh. Wir haben Pass Block und Shadowing. Shadowing auf ihm ist absolut vertane Liebesmühe, denn er hat keinen einzigen Skill, sich selber zu beschützen, ist dafür für 220.000 doch recht teuer und mit Rüstung 8 liegt er auch schnell am Boden, auch wenn er Stärke 3 hat. Das heißt, diesem Spieler hier würde ich eigentlich niemanden empfehlen. Er kann zwar den Ball abfangen vom Gegner, was vielleicht einen Vorteil bringen könnte, ansonsten ist dieser Spieler hier eigentlich nicht zu gebrauchen. Und genauso nicht zu gebrauchen ist Questar. Er kostet sogar noch 30.000 mehr und er hat Catch und Diving Catch und ja, ich kann es in Nerves of Steel, als wenn Lizardmen plötzlich anfangen zu werfen. Stunty ist ja auch gegen das Werfen, also erschwert jeden Pass auch nochmal. Da hilft auch kein Agilität 4 auf diesem Spieler, der wiederum kein Skill hat, sich selber zu beschützen, außer vielleicht Fend, das könnte man noch damit reinrechnen. Kickoff Return, ja gut, Bewegung 8, man braucht Kickoff Return bei den Echsen eigentlich nicht wirklich, weil ja auch die Skinks so viel Bewegung haben. Also, ich kann an diesem Spieler nichts finden. Es macht für mich überhaupt keinen Sinn. Es macht Sinn, diesen Spieler hier zu nehmen und es macht Sinn, Sleebly zu nehmen. Wenn man schon von den zwei möglichen Starspielern, die man wählen kann von Inducements, dann würde ich, sind die beiden definitiv besser als die Slaanesh-Spieler. Und nun sind wir auch schon wieder am Ende dieses Tutorials angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir doch einen Daumen hoch da oder schreibt einen Kommentar dazu. Auch im Community-Forum unter community.writingbull.de bin ich natürlich jederzeit für Fragen zu haben. Im nächsten Teil geht es in den hohen Norden zu den Norse, den Nordmännern. Und das Special wird dann natürlich das Surfen sein bei so vielen rasenden Spielern. Ich freue mich, euch auch dann in dieser Tutorialreihe zu Blood Bowl 2 begrüßen zu können, hier auf dem Kanal von Writing Bull, euer Jagul.